Moin und willkommen zum Basic Tutorial des Tascam. Ein Audioaufnahmegerät, welches verschiedene Stimmen, Klänge und im Grunde jedes akustische Geräusch aufnehmen kann. Eventuell für eure nächste Hörspielproduktion oder Interviews für eure nächste wissenschaftlich fundierte Hausarbeit. Achtet während dem Ausleihen darauf, dass alles dabei ist. In der Tasche vor euch befindet sich der Audiorekorder selbst, ein USB-Adapterkabel, ein Teil zum Rätseln und eine Duschhaube. In dem Fach versteckt sich eure SD-Karte und im Normalfall bekommt ihr euren Tascam immer mit vollen Batterien. Schaut ihr euch den Rekorder genau an, stellt ihr fest, hier gibt es verdammt viele Knöpfe und anderes zu entdecken. Am Kopf befinden sich die ausrichtbaren Mikrofone. Eingeklappt XY, auseinander AB-Position. Auf der Rückseite findet ihr ein Stativgewinde und das Batteriefach. Am Fuß sind Anschlüsse für externe Mikrofone. Da gibt es verschiedene, informiert euch vorher. Mikrofon, das ist das Stichwort für unseren ersten wichtigen Schalter, extern in. Die Einstellung Line nutzt ihr bei Geräten wie Mischpulten oder Funkempfängern, allgemein Geräte, die einen höheren Pegel ausgeben. Hat euer Mikrofon keine Phantomspeisung, wählt ihr Mic. Und für Mikros mit Phantomspeisung wählt ihr Mic Plus. In der Regel nennen sich letztere auch Kondensatormikrofone. Außerdem gibt es einen Audioklinkeanschluss für eure separat auszuleihenden Kopfhörer, eine Tastensperre Hold und die beiden Tasten für den Pegel Input Level Plus und Minus. Auf der anderen Seite ist ein USB-Adapterkabelanschluss und hier noch einmal der SD-Kartenschacht. Vorne sehen wir das Menükreuz, die drei Knöpfe unter dem Display 1, 2 Solo, 3, 4 Solo sind erst einmal irrelevant. Mit dem Rack Mode Knopf stellt ihr am Tascam den Aufnahmemodus ein, Stereo oder Mono und ob ihr die Mikrofone oben oder externe benutzen möchtet. Das hier sind eure drei besten Freunde, der Stopp oder auch Home Knopf, Play und Record. Den Tascam schaltet ihr mit längerem Gedrückthalten der Home-Taste ein. Das Display leuchtet auf und ihr könnt nun die Anzeige des Wiedergabemodus sehen. Rechts oben könnt ihr als erstes den Batteriestatus prüfen. Hier seht ihr die Nummer eurer Wiedergabedatei, die Anzeige eurer momentanen Abspielzeit sowie verbleibende Dauer. Wechselt ihr in den Standby-Modus, sieht die Anzeige etwas anders aus. Hier seht ihr, ob Mono oder Stereo aufgenommen wird, euer momentanes Format und die Anzeige der Aufnahmedauer und die verbleibende Aufnahmezeit. Hier seht ihr den momentanen Modus, die Pegelanzeige der Mikrofone links und rechts, den Dateinamen und den Pegel in Dezibel. Bevor ihr die Aufnahme startet, solltet ihr euch vergewissern, welches Format ist passend. Geht über das Menü auf Aufnahmeeinstellungen und wählt RAVE für Postproduktion oder spätere Weiterverarbeitung bzw. eine nicht komprimierte, bessere Qualität. MP3 könnt ihr für Interviewtranskription oder wenn ihr wenig Speicherplatz verbrauchen wollt wählen. Wichtig, prüft eure Aufnahmequalität und den Mikrofonpegel. Dies geschieht im Standby-Modus. Dazu drückt ihr einmal die Record-Taste, diese blinkt rot und signalisiert den Aufnahmemodus im Standby. Nun könnt ihr mit euren separaten Kopfhörern die Qualität checken, sodass ihr genau hört, was der Rekorder aufnimmt. Lasst euren Interviewpartner reden oder probt kurz eure Geräuschkulisse. Dabei achtet ihr auf die ausschlagenden Pegel. Die Balken sollten links und rechts den Wert 0 dB nicht übersteigen. Sonst kommt es bei der Aufnahme zu Übersteuerungen. Die Peaklampe leuchtet dann rot. Ist dem so, korrigiert den Pegel nach unten mit Input Level Minus. Leute, ganz wichtig, kontrolliert vor und während der Aufnahme die Qualität eures aufzunehmenden Tones. Drückt ihr nun ein zweites Mal auf die Record-Taste, beginnt eure Aufnahme. Zum Pausieren erneut drücken, Standby wird angezeigt und zum Wiederstart noch einmal drücken. Wollt ihr die Aufnahme beenden, drückt ihr die Home-Taste mit dem Stopp-Symbol. Nach erfolgreichem Aufnehmen eures Materials könnt ihr die Dateien dann auf euren PC übertragen. Dies ist ganz einfach mit dem beigelegten USB-Adapterkabel zu erledigen oder ihr nutzt die SD-Karte.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Basic Tutorial.